Okay. Wir sind noch auf Tuchanka, da wollen wir uns jetzt mal um den Mantel kümmern. Abbruch! Feind bei Landekoordinaten geortet! Joker, Details! Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Ma'am. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von Tuchanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevin waren katastrophal. Aber das ist für Pelevin. Wenn du da jetzt nicht hilfst, dann ist Pelevin verloren. Wir tun das hier für Pelevin. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn vom Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Ist sie auch wirklich bereit dafür? Wir waren einem Reaper noch nie so nahe. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Pycheck. Zeit, die Genophage zu heilen. Commander, eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in Tuchanka sind. Und Morden Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Krogana darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Natürlich, wenn wir alle vernünftig sind. Allein dieses Misstrauen, was du jetzt an den Tag legst, verringert die Chancen. Wir müssen den Kroganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Kroganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Kroganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Kroganern? Sie können sich dumm stellen und Erden und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Mordin niemals mitspielen. Was Sie mit dem machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Willst du mich verarschen? Das glaube ich jetzt nicht. Die Wissenschaftler könnten wir brauchen, damit der Tigel schneller vorangeht. Und die Wissenschaftler sowieso. Das Spiel ist fies. Ich bleib trotzdem für die Krogana. Nee. Allein wegen Rex. Geht. Ach Quatsch, nicht gehen. Reaper. Die sind noch gar nicht. Und ich bin nämlich Edi mit. Das ist so. Alter, ich krieg zu viel. Ich werde bestimmt nicht sabotieren. Auf keinen Fall. Nie und nimmer. Fast schon alles bestätigen. So. Splittergranate. Werten wir das mal ein bisschen auf. Könnte durchaus noch nützlich sein. Kyromodition? Nein. So, Edi. Verbrennung. Verbrennung. Na,
Tempo, damit kann ich leben. 10 Sekunden. Wird schon 8 Sekunden lang und 40%. Das würde ich eher nehmen. So, jetzt haben wir noch 3. Sie kann ja auch Überlastung. Ja, damit. Hab ich das vorher nicht gesehen? So, zurück. Garrus, du hast 2 Punkte. Das behalten wir erstmal. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Kroganer. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Sag ich das jetzt? Ich könnte sagen, ich denke mal, Rex wird es mitkriegen, dann wird er die Salarianer sauer. Aber den Trojaner noch zusammenarbeiten. Enthüllen. Ich habe eine Nachricht vom... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Das haben wir jetzt geschickt gemacht, ey. Hallo. Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Ach du Schande. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt. Du hast ja keine. Okay, ihr habt Brandmunition. Ihr seid eine panzerbrechende Munition. Da kommen sie! Vorrücken! Sie dürfen nicht hier rauskommen! Shepard, es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Ja, erst Pelevent und jetzt das hier. Ach du Scheiße. Okay, der Täuschkörper war eine blöde Idee. Merke ich mir für die Zukunft. Es sind nur noch wenige Feinde übrig. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper Blut unseren Boden. Los, zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze. Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Wer sind Sie? Erdnot Reef. Brutsbruder unseres... erlauchten Anführers. Reef und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Der gehört auch zu mir, Mensch. Damit hat Rex nichts zu tun. Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Das wirst du. Schluss jetzt! Oh je, Frau Alp, das Wort. Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet,
und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Das war gerade ergreifender Moment irgendwie. Verstanden, Artimek. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard, Ende. Reef ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote. Herstellung der Genophage. Expansionsplan? Problematisch. Die Ahnen? Was meint ihr jetzt? Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Ob wir es jetzt verdient haben, sollten das mal langsam angehen. Bei einem Planeten mehr. Tuchanka ist so zerstört, da willst du doch keine Kinder großziehen. Ja, okay, an sich. Okay, ja. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle. Wollten Sie da etwas sagen? Komm, vielleicht passiert es gleich nochmal. Edalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf Sie zählen.